Seit 2013 ist die aktuelle Generation des Octavia auf dem Markt. Dementsprechend wird es langsam Zeit für ein Facelift. Und Facelift, das trifft es in diesem Fall besonders gut. Škoda hat den Octavia nicht nur dezent, sondern ziemlich radikal überarbeitet. Design, Innenraum, Infotainment und viele weitere Details haben die Ingenieure sich zur Brust genommen. Vor allem die Front hat sich gegenüber dem Vorgänger stark verändert. So weisen die Hauptscheinwerfer nun eine zweigeteilte Grafik auf, wie sie die 212er Baureihe der Mercedes E-Klasse von 2009 bis 2016 trug. Beim Octavia jetzt allerdings mit neuester LED-Technik. Maximale Geräumigkeit bei kompakten Außenmaßen, das zeichnet den neuen Skoda Octavia aus. Und eben diese kompakten Außenmaße, die sorgen auch dafür, dass er sich spritzig und agil fährt. Also damit in die Kurve zu fahren, mal bei höherem Tempo, das macht auf jeden Fall Spaß. Der in unserem Testwagen werkelnde 1,8 Liter TSI mit 132 kW tut das Übrige dazu und so beschleunigt der Tscheche in 7,4 Sekunden von 0 auf 100. Schluss ist erst bei 231 km/h. Trotz der Radikalkur erkennt man den neuen Octavia auf Anhieb als Škoda wieder, vor allem wegen des markentypischen Kühlergrills. Die Nebelscheinwerfer sind erst ab der zweiten Ausstattungslinie Ambition-Serie. Wer darauf und auf weitere Annehmlichkeiten verzichten kann, darf sich bereits mit unter 18.000 Euro als Octavia-Besitzer bezeichnen. Mit einer Länge von 4,67 Meter ist er knapp 20 cm kürzer als sein größerer Bruder Superb. Trotzdem kann er fast genauso viel zuladen. Der Kofferraum, der war ja schon immer die Stärke des Octavia. Und in den 2017er, also das Facelift, da gehen 590 Liter rein. Und im Handumdrehen noch einmal deutlich mehr. Und das in einer Größenordnung, die man sonst nur aus höherklassigen Fahrzeugen kennt. Die neuen Infotainment-Systeme im Glasdesign bringen auf Wunsch einen WLAN-Hotspot und ein LTE-Modul für superschnelle Datenübertragung mit. Über Škoda Connect kann auch das Smartphone mit dem System verbunden werden. Die bequemen Sitze sind auf Wunsch elektrisch verstellbar. Hinten findet sich viel Beinfreiheit und neben Sitzheizung und zwei USB-Anschlüssen zum Aufladen von Smartphones auch eine Steckdose, um zum Beispiel einen Laptop oder ein Tablet zu laden. Letzteres kann an der Kopfstütze befestigt werden. Der 1,8 Liter TSI-Motor ist bereits aus dem Superb bekannt. Insgesamt stehen für den neuen Octavia 4 Benzin- und 4 Dieselaggregate zur Wahl. Die Leistungsspanne reicht von sparsamen 63 kW bis zu sportlichen 135 kW und die Motoren sind fast immer mit 6- oder 7-Gang DSG kombinierbar. Wem das nicht reicht, der kann sich auch über zwei RS-Versionen freuen. Das Topmodell leistet 169 kW. Der neue Octavia bietet einiges an Konnektivität und verschiedenen anderen Systemen, die man sonst nur aus dem größeren Superb kennt. Die Geräumigkeit, ja, die sucht ihresgleichen, also ist der Wahnsinn, was da alles reingeht. Und die neue geteilte Scheinwerfergrafik, die ist am Ende des Tages eben Geschmackssache. Schon der Octavia 3, sprich die seit 2013 gebaute Generation, hatte damals einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht. Auch das nun erschienene Facelift ist eine recht mutige Weiterentwicklung in Sachen Design. Den Smart 4 II, den gibt es schon etwas länger und den kennen wir auch schon etwas länger. Ich habe jetzt hier den Smart 4 vorstehen in der vierten Generation und was daran besonders ist, ich bewege mich jetzt elektrisch mit dem Smart 4 IV Electric Drive. Als erster Autohersteller weltweit bietet Smart seine komplette Modellpalette jetzt sowohl mit klassischen Verbrennungsmotoren als auch mit Elektroantrieb an. Neben zwei Sitzer und Cabrio ist nun erstmals auch der Viersitzer als Elektroversion erhältlich.
bewegen uns jetzt gerade so in ein paar, sag ich jetzt mal, Gässchen und ein paar engeren Straßen. Und genau da merkt man eigentlich auch, wofür der Smart gemacht ist, nämlich für die Innenstadt. Und mit dem Electric Drive bewegt man sich da auch sehr schön voran. Wir haben hier 160 Newtonmeter Drehmoment und die bekommen wir tatsächlich auch direkt beim Berühren der Pedale. Das ist halt der große Vorteil beim elektrischen Antrieb. Bis die 100 km/h-Marke im Tacho erreicht ist, vergehen 12,7 Sekunden. 130 km/h schafft der viersätzige Smart ED als Höchstgeschwindigkeit. Dank seines lokal emissionsfreien Antriebs glänzt beim CO2-Ausstoß eine blitzsaubere Null. Der 4-4 ist 80 cm länger als sein kleiner Bruder. Dadurch bietet er mehr Platz, auch fürs Gepäck. Als Option lassen sich die Sitzflächen in Reihe 2 herumdrehen. Die robusten Unterseiten bilden eine Abstellfläche. Durch Umklappen der Rückenlehnen kann der Stauraum auf bis zu 975 Liter erweitert werden. Die Batterie der elektrischen Smart ist zentral unter den Vordersitzen untergebracht. Wir sehen hier in Silber das Batteriepaket. Die Batterie selbst wird aufgebracht und aufgeschraubt auf einen Batterieschutzrahmen. Dieser Rahmen ist wiederum verschraubt mit der Karosse und in der Lage, bei einem zum Beispiel sehr schweren Seitenaufprall Energie aufzunehmen, in Deformation umzusetzen und die Batterie selbst zu schützen. Wenn es zu einem sehr schweren Unfall kommt, ist sie sogar in der Lage, relativ zur Karosserie die Batterie nach außen wegzuschieben und somit einen physischen Schutz der Batterie sicherzustellen. Rund 155 Kilometer soll der Viersitzer mit einer Batterieladung an Strecke zurücklegen können. Optional gibt es auch einen Soundgenerator, der bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h durch Geräusche Passanten auf das Fahrzeug aufmerksam macht. Generell fühlt man sich im Innenraum übrigens auch sehr wohl. Obwohl dieser kleine Smart wirklich sehr klein ist, haben wir hier trotzdem viel Platz und es ist geräumig. Die Materialien fühlen sich auch gut an, es ist auch schön verarbeitet und was wir hier natürlich haben, denn es ist ein Smart Design. Und beim Design macht die Elektroversion keine Kompromisse. Alles ist wie gewohnt aufgeräumt und übersichtlich. Lediglich eine kleine Anzeige links oberhalb des Lenkrads sowie besondere Grafiken im Display informieren den Fahrer über den Energiefluss seines Fahrzeugs. Ist der Smart ans Stromnetz angeschlossen, kann man den Innenraum sogar vorheizen oder vorkühlen. An der Haushaltssteckdose braucht es rund 6 Stunden, um die Batterie auf 80% zu laden. Mit dem optionalen Schnelllader kann das Auto an einer öffentlichen Ladesäule oder mit einer Wallbox zu Hause in nur 45 Minuten auf ebenfalls 80% geladen werden. Für mich ist und bleibt der Smart einfach das ideale Fahrzeug für die Innenstadt. Ob man dann 2 Sitze braucht oder doch 4, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Wichtig sind aber hier die 2 Schlagworte Electric Drive, denn das ist das, was die Zukunft mit uns machen wird. Das ist zukunftsweisend und es bringt auch ziemlich viel Fahrspaß mit sich. In Deutschland kostet der Viersitzer mit Elektroantrieb 22.600 Euro. Davon können derzeit noch 4.380 Euro an Umweltprämie abgezogen werden. Audi bringt seinen neuen RS3 auf den Markt. Erstmals gibt es ihn jetzt auch als Limousine. Die neue Generation ist ein RS3 der Superlative. Der bis dato stärkste 5-Zylinder-Serienmotor mobilisiert 294 kW. In 4,1 Sekunden gelingt der Sprint von 0 auf 100 und die Höchstgeschwindigkeit wächst, wenn es der Kunde wünscht, auf 280 km/h. Nachdem der Suzuki Swift beim letzten Generationswechsel nur sanft weiterentwickelt worden ist, macht er beim Übergang zur 6. Generation nun einen großen Sprung. Neue Optik, eine leichtere Plattform und moderne Assistenten sollen den Kleinwagen fit machen für den Wettbewerb. Die Markteinführung erfolgt im April. Preise für den 5-Türer sowie die Ausstattungslinien sind noch nicht bekannt. We'll be right back.
Seit genau einem Jahr ist der neue Ford Focus RS auf dem Markt. Und nun steht er neben mir. Ich möchte aber nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern wir fahren jetzt direkt los. Es gibt Autos, die im Nu prima Stimmung verbreiten. Der neu aufgelegte kompakte Renner von Ford, der Focus RS, ist so einer. Die Sportskanone auf vier Rädern kommt besonders bei ambitionierten Autofans, die gern mit beschleunigter Pulsfrequenz am Lenkrad drehen, gut an. Was mir beim Einsteigen vorhin aufgefallen ist, die Recaro-Schalensitze sind nicht höhenverstellbar. Das könnte für größere Personen zum Problem werden. Das volle Fahrvergnügen mit dem RS wird man wohl auf der Rennstrecke erleben. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit nicht, das Fahrzeug auf einer Rennstrecke zu testen, aber ich denke, eine Landstraße sollte genügen, um die Traktion und das Handling zu checken. Ja, Respekt. Also ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass dieser Kompaktsportler so gut ausbalanciert ist in den Kurven. Sofort fällt der knackig-kantige Auftritt des Kölner Kraftsportlers auf. Energiegeladene Dynamik auf knapp 4,40 Meter Außenlänge. 257 kW und 440 Newtonmeter Drehmoment in einem Leichtgewicht von 1529 Kilogramm. Das sorgt für Respekt. Möchte man so ein Auto sein eigen nennen, muss man für den RS in Deutschland mindestens 40.675 Euro bezahlen. Dank der Launch-Control-Funktion, die hier in diesem Wagen auch mit integriert ist, ist ein schneller Start aus dem Stand möglich. Ich erkläre euch mal schnell, wie das geht. Mit den Falttasten gehe ich in den Menü, unter Einstellungen, wähle Fahrerassistenz aus, Launch-Control. Erster Gang, Kupplung treten, Vollgas, Kupplung flitschen lassen. Die Drehmomententfaltung bei einem Launch Control ist so stark, da ist ein Nackenschlag garantiert. Das Auto signalisiert von allen Seiten, ich bin schnell, sogar sehr schnell. Besonders auffällig ist der große Heckspoiler und der Doppelauspuff. Und trotzdem ist der Focus RS immer noch ein Focus geblieben. Vier Türen und eine Heckklappe sowie ein ordentlicher Kofferraum machen das Auto bei Bedarf auch zu einem Familienauto. Gäbe es nicht die Schalensitze, wüsste man nicht, dass man im schnellsten Fokus sitzt. Erst auf den zweiten Blick offenbaren sich liebevolle RS-Details, wie etwa die blauen Akzente oder die drei zusätzlichen Anzeigen oberhalb des Instrumententrägers, die über Ladedruck, Öltemperatur und Öldruck Auskunft geben. Im Zusammenspiel mit dem überlegenen Fahrwerk und der präzisen Lenkung lassen sich mit dem Focus Kurven auch in hohem Tempo wie auf Schienen durchfahren. Der RS quittiert jeden Tritt aufs Alu-Gaspedal mit bissigem Vortrieb. Der neue Ford Focus RS besitzt Eigenschaften, die mir persönlich gut gefallen, und zwar das Außendesign ist sehr stimmig geworden, die Traktion perfekt, der Motor sehr stark in Sachen Drehmoment. Aber für mich ist dieses Auto immer noch ein Spielzeug. Natürlich kann man ihn auch im Alltag fahren, das ist keine Frage, aber ich glaube, dass dieses Fahrzeug am besten auf der Rennstrecke funktioniert. So ein Mercedes Sprinter ist ja schon eine feine Sache. Er ist unglaublich groß und geräumig. Da kann man alles Mögliche drin transportieren. Und den gibt es sogar mit zulässigem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen. Also wirklich richtig viel Platz für Ideen. Meine Idee wäre ja, mit so einem Auto in Urlaub zu fahren. Denn schließlich ist die Raumhöhe hier drin ja so, dass man ohne Probleme aufrecht stehen kann. Aber irgendwie ist es dann doch nicht so richtig gemütlich, wenn ich mich hier umschaue. Ja? Wenn ich mir vorstelle, ich müsste hier auf so einer Palette liegen und schlafen,
Nee, also so richtig schön ist das eigentlich nicht. Aber dass es auch sehr gemütlich in einem Sprinter zugehen kann, das zeigt der süddeutsche Reisemobilspezialist Hümer mit seinem Hümer Car. Da hat man nämlich dann im Heck so eine Matratze quer eingebaut. Gut, für 4 Personen reicht das nicht unbedingt, aber zu zweit, denke ich, kann man es sich hier schon mal bequem machen und dann auch entweder das Fliegengitter oder nachts, wenn man richtig schlafen will, das richtige Rollo zumachen. Von weitem sieht das Hümer Car Grand Canyon S aus wie ein normaler Sprinter. Aber wenn man näher herangeht, fallen einem zahlreiche Details an der Karosserie auf, die die Reisemobilvariante vom Transporter unterscheiden. Am auffälligsten die Ausbuchtungen am hinteren Seitenteil. Die sind notwendig, um innen eine Liegefläche von 1,95 Meter Länge und 1,40 Meter Breite zu realisieren. Die lässt sich übrigens, wenn man sie tagsüber nicht braucht, ganz einfach an der Seite verstauen. Matratzenteile stapeln, Mittelteil hochklappen, fertig. Schade finde ich allerdings, dass dann hier diese Matratzenauflageteile aus Plastik eben die ganze Zeit da sind und man da jetzt nicht noch irgendwas drüber machen kann. Ja, hier unten drunter findet sich dann ein kleiner Schrank mit 2 Fächern, wo man dann eben noch Utensilien unterbringen kann oder Wäsche oder irgendwas anderes. An Stauraum mangelt es nicht. Im gesamten Heckbereich gibt es Hängeschränke, in denen man sein Reisegepäck verstauen kann. Ah, das geht nicht so gut. Machen wir das hier mal wieder zu. Dann können wir das hier auch öffnen. Ist aber leider auch nichts drin. Alle Türknöpfe sind mit Sicherungen versehen, sodass sich die Schränke nicht während der Fahrt öffnen. Mit an Bord ist auch eine kombinierte Dusche und Toilette mit ausklappbarem Waschbecken. Im Führerhaus gibt es ein Kontrollpanel für die Bordelektrik und die Wasserversorgung. Ansonsten unterscheidet sich das Cockpit nicht von dem eines normalen Sprinters. Lediglich zuziehbare Jalousien an den Fenstern haben die Hümer-Ingenieure eingebaut. Ja, ist doch ein tolles Auto, oder? Naja, findest du? Ich weiß nicht, so richtig bin ich nicht überzeugt. Ja, wieso nicht? Naja, guck mal, das ist alles so beengt. In einem Hotelzimmer hat man da irgendwie schon mehr Platz. Gut, ja, da gebe ich dir ja recht. Aber jetzt überleg mal, für 2 Personen, die mal ganz gemütlich zusammen irgendwo am Meer entlang fahren wollen, ist das doch ideal. Ja gut, das stimmt, wenn man nicht an einem Ort bleiben will, ist das ideal. Aber dann ist es immer noch unpraktisch, weil ich ja nicht in ein Parkhaus reinkomme oder so. Ja, aber wer fährt denn auch in ein Parkhaus, wenn man am Strand schlafen kann? Das macht doch kein Mensch. Na ich? Ich würde ja auch mal was einkaufen oder mir die Stadt angucken. Ja, aber da gibt's auch andere Möglichkeiten. Ja, vielleicht, aber die sind nicht ganz so bequem. Naja, natürlich, das ist nichts für jedermann. Aber für Pärchen im Ruhestand, die vielleicht ans Meer fahren wollen, okay? Ja gut, okay. Zugegeben, du hast mich überzeugt, es gibt tatsächlich Anwendungsfälle, wo dieses Fahrzeug hier Sinn macht. Ja, aber jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir 2 was essen. Deswegen gehe ich mal hier in meine Küche, die ja nun mal auch dabei ist, und koche uns beiden was Hübsches. Den Herd auspacken, einen Topf, einen Kochlöffel, 2 Gläser. So, dann schauen wir mal, was es heute zu essen gibt. Kühlschrank ist nämlich auch mit an Bord und der ist gar nicht mal so klein, aber leider ziemlich leer. Einen alten Porsche 911 in der Garage stehen zu haben, das ist ein Traum, den viele Menschen haben. Friedhelm Wahlefeld hat sich seinen Porsche vor 11 Jahren gekauft. Die Suche nach dem Traumauto war schwer, ihn in die eigene Garage stellen zu können auch. Und genauso schwer ist es, ihn dort auch wieder herauszubekommen. Mit Holzplanken und einem bestimmten Trick muss Friedhelm den Wagen behutsam herausfahren. Die Garage liegt so tief,
dass an der Straßenkante ein Winkel entsteht, den ich nicht gerade mit dem Porsche befahren kann, sondern ich muss gezielt den Wagen schräg ansetzen, um ihn über die Längsachse in die Garage fahren zu können. Ist er allerdings einmal aus seinem Käfig befreit, zeigt der 911er, was er kann. Mit dem 3,2 Liter Carrera ist Friedhelm am liebsten in der Eifel unterwegs. Die Entscheidung, einen Porsche zu kaufen, fällt er 2006. Die Suche nach einem passenden Fahrzeug hat allerdings ein gutes halbes Jahr gedauert, denn es sollte nicht irgendein Porsche sein. Man hat irgendwo ein Bild im Hinterkopf und man sucht unbewusst nach einem bestimmten Wagen. Und aufgrund des Aussehens habe ich mich dann entschlossen, den Wagen zu kaufen und die damals notwendigen Reparaturen bezüglich Elektrik, Dachwechsel, Grundreinigung. Daraus ist das heutige Fahrzeug, in dem wir uns gerade bewegen, geworden. Viel Arbeit hat der 68-Jährige nun schon in seinen Porsche gesteckt. Und das schafft auch eine enge Verbundenheit zwischen Fahrer und Oldtimer. Mit 33 Jahren ist das Fahrzeug eben nicht mehr in derselben Form, in der es 1984 im Neuzustand war. Hilfe bei Reparaturen bekommt Friedhelm von seinem Freund Theo Streit. Er ist auch ein Oldtimer-Fan und besitzt einige alte Fahrzeuge. In Theos Garage basteln die beiden gern, um die Kultur der alten Autos aufrechtzuerhalten. Dabei tauschen sich die Herren über alles aus. Probleme gibt es immer wieder. Ich habe beim damaligen Zusammenbauen der Tür falsch gearbeitet. Und als jetzt die letzten Wochen die immense Feuchtigkeit war, hat sich dann gezeigt, dass in dieser Ecke sich die Innenverkleidung verbogen hat. Und mir ist damals bei der Reparatur nicht bewusst gewesen, dass ich eine Befestigung in dem Bereich übersehen habe. Dafür muss die komplette Innenverkleidung jetzt abgebaut werden. Das sind die Leiden eines Oldtimer-Besitzers oder auch die Freuden, die uns immer wieder dazu zwingen, an unseren alten Fahrzeugen zu arbeiten. Zwar ist der Wagen original mit demselben Getriebe und Motor von Porsche damals so ausgeliefert worden, aber ein paar Änderungen an der Karosserie fallen waschechten Porsche-Fans sicherlich ins Auge. Es ist ein Umbausatz an den Wagen angebracht worden, bestehend aus Heck, Spoiler, Frontspoiler, Motorhaube und vielleicht das Netteste daran ist an diesem Fahrzeug diese Art der Innenausstattung gehörte überhaupt nicht zu dem Wagen. Porsche hat damals festgestellt, dass es sich um die Innenausstattung aus einem Sondermodell handelt von 1987 mit dem Namenszug von Ferry Porsche auf der Kopfstütze. Diese Veränderungen hat Friedhelms Porsche schon beim Vorbesitzer in Italien erhalten. Dort hat Porsche übrigens nach dem Verbleib des Sondermodells geforscht, den Wagen aber leider nicht mehr finden können. Zwar funktioniert das Öffnen hier schon automatisch per Knopfdruck, doch Friedhelm muss immer noch per Hand nachhelfen, damit sich das Dach nicht falsch faltet und dadurch beschädigt wird. Einmal geöffnet, bringt der Porsche seinen Besitzern noch mehr Freude. Für Friedhelm gibt es einfach nichts Schöneres, als in seinem Carrera zu sitzen und dabei den Wind und die Natur zu fühlen.